Wie bitte, Madame Cognat? Wiedersehen. Luca, welches Stück möchten Sie gerne? Er ist Veganer. Ach. Oh. Okay, gibt Schlimmeres, so was kommt oder? Vor. Mein Ansatz ist persönlicher Natur. Man sollte niemandem etwas aufdrängen. Also dann, mein Schatz, kriegst du die Keule wie gewöhnlich. Oh, bitte nicht. Ich esse kein Fleisch mehr. Aber er hat doch gesagt, das sei sein ganz persönlicher Ansatz. Aber ja. Gerade deshalb. Wenn sie Fleisch isst und wir uns küssen, schmeckt sie danach. Und damit erschüttert sie meine Prinzipien. Dann gebe ich dir von den Steinpilzen? Nein, die hatten Kontakt mit dem Huhn. Das ist genauso schlimm, Monsieur. Das widerspricht ihren Prinzipien. Sie haben es erfasst, ganz genau. Möchten Sie etwas Wein? Nein, ich bevorzuge nur veganen Wein. Rotwein enthält das Blut vieler kleiner Mücken, Würmer und Schnecken. Ach, die Armen. Sehen Sie, was Sie Chateau Saint-Emilion nennen, nenne ich Chateau Auschwitz. Jeder kann denken, was er will, aber wer sagt Ihnen, dass die Henne im Stall nicht an ihrem Ei hing? Was würden Sie sagen, wenn man Ihnen jeden Morgen eine Eizelle stehlen würde? Ich bin in der Menopause. Oh, dachte ich mir schon, aber das ist ein Grund mehr. Was glauben Sie, macht man in Ihrem Fall mit Milchkühen, die keine Milch mehr geben? Der Kaffee war super, danke. Schön. Wiedersehen. Furchtbar. Zieh dich an, wir gehen. Und wohin? Finden wir unseren persönlichen Ansatz.